Hallo und willkommen zurück beim Let's Play Submerged auf Xbox One. Wir stehen wahrscheinlich kurz vorm Finale, denn es ist die letzte Kiste zu holen. Wir suchen ein Schmerzmittel für den guten Taku, den Bruder der Protagonistin. Und bevor wir uns jetzt konkret auf die Suche nach der Kiste machen können, müssen wir erst nochmal schauen, wo überhaupt noch so ein Haus mit einer Kiste überhaupt ist. Ich habe noch keins gesehen. Aber wir haben ja das Fernglas, das uns hier hoffentlich ein bisschen weiterhilft. Und natürlich auch die Karte. Guter Anfang ist natürlich, wenn man einfach die ganze Karte mal abfährt. Und irgendwo wird dann hoffentlich schon noch irgendwas sein. Oh. Zum Glück kann das Boot nicht kaputt gehen, sonst hätte ich es schon ein paar Mal geschrottet. Ah, vielleicht hier. Ja. Das hier muss das letzte Haus sein. Eclipse State. Da waren wir auch noch nicht. Docken wir hier mal an. Dunkles Domizil heißt's. Aha. Ja, das ist ganz gut, dass wir das als letztes haben. Überhaupt nicht weiter hoch, nee. Sondern nur hier wieder runter. Thank you.
Da habe ich automatisch noch irgendwas eingesammelt. Kann jetzt hier runter. Oder ich kann da runter, wo das Vieh runtergesprungen ist. Nee, kann ich überhaupt nicht. Okay. Dann geht's eben direkt hier weiter. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn ich die Kiste hier nehme. Ich würde vorher ganz kurz einen Blick auf die Erfolge des Spiels werfen. Nur um euch zu zeigen, was es quasi noch so zu tun gibt. Das alles hier habe ich schon, das war ja im Prinzip auch kein Problem. Und es stehen auch nur noch... Na, im Prinzip nochmal so viele aus. Also natürlich Chroniken, sammle alle Geheimnisse. Ein paar habe ich da ja schon noch auf der Karte markiert. Das ist eigentlich im Prinzip auch nicht so schwer. Ich muss auch ja nochmal zu so ein paar Häusern, wo ich was übersehen hatte. Naturforscher, erblicke alle Kreaturen. Geht ja teilweise so wie hier automatisch. Teilweise auch, wenn man ja im Wasser rumfährt. Ich weiß auch nicht genau, was da noch fehlt. Tüftler, sammle alle Boot Booster, die sind ja irgendwie ein bisschen unnütz und es gibt da auch ganz schön viele und so viele davon habe ich ja auch noch gar nicht. Und interessant ist natürlich noch, Seefahrer, verbringe einen kompletten Tag nachtzyklus im Boot. Im Prinzip hätte man das machen können, wenn man einfach einmal die komplette Map abfährt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ist auch kein Problem. Und eben Ende schließe die Kampagne ab und ich vermute, dass wir genau das jetzt gleich machen. Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, was es hier getan hat. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt noch offen. Ja. Wer sich über die Fehlermeldung wundert, das Spiel ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unter Embargo und eigentlich noch nicht spielbar, aber wir hatten, wie gesagt, einen Early Access Key bekommen. Und natürlich zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung ist Submerged natürlich schon sehr wohl erschienen, nur eben nicht, als das Video entstanden ist. Und jetzt öffne ich einfach die letzte Kiste und wir gucken, was passiert. Thank you.
Okay, das war das Ende von Submerged. Ich möchte da gar nicht so viel dazu sagen. Soll sich inhaltlich jeder selber drüber Gedanken machen. Ich fand es ein schönes Spiel, ein schönes kleines Spiel, was man theoretisch sehr gut an einem Nachmittag durchspielen kann. Und jetzt bietet das Spiel die Option an, die Spielwelt einfach zu erkunden. Jetzt quasi so eine Art freies Spiel, wo man jetzt die restlichen Trophäen einfach holen kann, beziehungsweise Erfolge, je nachdem, ob man auf PS4, Xbox One oder PC spielt. Und ich denke, dass man da einfach in die Welt wieder reingesetzt wird. Ist eine sehr praktische Option, um einfach die restlichen, ja, wie gesagt, die restlichen Sammelobjekte noch zu holen. Mal gucken, ob sich meine Vermutung bestätigt. Ja, ist also so wie gedacht, man hat jetzt noch frei die Möglichkeit, das Ganze hier zu erkunden. Das werde ich zwar noch erledigen, aber nicht mehr im Let's Play, sondern ich werde den YouTube-Ausflug in Submerged jetzt beenden und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Hinterlasst gerne Feedback, wenn ihr möchtet. Entweder hier in den Kommentaren oder bei uns im Forum unter www.gamers-palace.de. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns in weiteren Videos wieder. Ganz sicher. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.